Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Xenoblade Chronicles Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut Replay Games for You. Und ich habe mich umentschlossen seit gestern. Und zwar hat Flex Dennis ja gesagt gehabt in den Comments, der ein oder andere wird es gelesen haben, dass wir noch das ein oder andere Mal hier im Grenzdorf unterwegs sein können oder dürfen. Und aus diesem Grund werden wir Folgendes machen. Wir gehen mal ein bisschen in den Sequenzen weiter. Also sprich in der Story ein kleines Stück. Und laufen dann hier bei Gelegenheit nochmal durch die Gegend. Gucken aber trotzdem hier mal auf dem Weg auch direkt, ob wir da den einen oder anderen vielleicht doch noch erkennen, der einen Namen hat. Das ist so der Hammer mit den riesigen Welten, die die hier immer wieder erschaffen. Und wenn ich mir dann überlege, wenn sie auf der Wii U dann das neue, das einfach mit dem schlichten Namen X betitelte Spiel rausbringen, dass die... auch noch einen Namen, okay. Das war jetzt, glaube ich, so eine Beziehungssache hier zum Grenzdorf, was wir da erhalten haben, dadurch, dass wir mit denen gelabert haben. Kann mich auch irren, aber das müsste sowas gewesen sein. So, jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau, wenn ich mir überlege, was sie da für riesen Sachen rausbekommen müssen und vor allen Dingen auch angesichts der Tatsache, dass es da Mechas geben soll, die sie vor allen Dingen auch irgendwie transformieren können und hast du nicht gesehen, bin ich in heller Vorfreude. Auf jeden Fall eines meiner Must-Play-Titel, auch wenn es wahrscheinlich noch bis 2014 auf jeden Fall, denke ich, eher Richtung Herbst tendieren wird mit der Entwicklung. So mein Tipp, frühestens Herbst 2014, wenn nicht sogar erstes Weihnachtsgeschäft. Was natürlich auch ein gewisses... Naja, also ich meine, es muss ja letztendlich qualitativ auch stimmen. Und... Katze geht gerade ab. Draußen regnet, ich habe das Fenster aber noch gekippt. Und die Katze denkt sich, ach du Schande, es geht hier ab. Und flippt gerade aus. Sowieso in letzter Zeit am Ausflippen. Ich habe keine Ahnung, was mit der Katze los ist. Immer mal wieder hier am Terror schieben, der kleine Zwerg. Jedenfalls denke ich, dass 2014 ist ein guter Tipp. Die Vorschauversion, die in dem Nintendo Direct gezeigt wurde, ist ja doch relativ fortgeschritten gewesen von der Optik her, auch was ich so in den Trailern bisher verfolgen konnte. Also ich denke, Grundlage ist da, Erfahrung ist auf jeden Fall da. Vom Setting her ist es ja doch eher Richtung Xenoblade angesiedelt, wenn ich das richtig nachvollziehen kann von der Optik her. Und ansonsten muss ich sagen, das wird auf jeden Fall ganz, ganz großes Kino. So viel sei mal sicher. Okay, die wollen in Frieden leben, das sei ihnen auch gegönnt. Ich habe da kein Problem damit. Sollen sie rumhüpfen wie ein Flummi. Lalala. Also manche sind hier schon gestört, ne? Das muss ich mal so loswerden. Falls ich im Moment ein bisschen unzusammenhängenden Quatsch erzähle, das kann natürlich gut sein. Da ich ein bisschen drauf konzentriert bin, auch den Weg zu finden, wo wir hin müssen. Und das ist hier, genau. Hier ist er doch. Da kommt die nächste Sequenz. Okay, und jetzt? Meria, willst du mit uns gehen? Ich glaube nicht, dass sie das will. Meria, bist du alleine? Die Kameraden? Das ist... ...ich muss meine Hände verletzen. Das ist... ...ich bin die Menschen, die sind gestorben. Ich hoffe, dass die an die Lippen-Synchronität arbeiten. Oder an der Synchronität. Der mit seinen Infos, ey. Nase Sonata ga Teresia o shitte yoru. Wir wissen alles. Saki, Ether Kesho o tori ni itta toki ni osowareta nda. Sono Teresia tte yatsu ni. Klar. Schulk. Der große Schulk, der Retter der Welt. Monado. Sono Gen de Teresia. Kare wa Bunshin de itteta.
本体はこの原生林のどこかで傷を癒しているって。Okay. 君なんだろ？テレシアに傷を負わせたのは。メリア。我が祖国から逃れ出た奴を追って、私はこの地に来た。奴は野放しにできぬ。我々はこの地で暮らすノポンのためにもな。メリア、その役目、僕らにも手伝わせてくれないか。同情か？ Okay. 違う。ならば哀れみか。そうじゃない。ただ。ただなんだ。奥歯に物が挟まったような物言いは好きではない。君を助けたいんだ。なぜそこまでする？そなたには私を助ける理由がない。僕は見たんだ。黒い高い塔の頂で、僕は君と一緒に戦っていた。Okay. あの顔つきの鬼神兵と、そして君が巨大なテレシアと対峙している姿も見た。なるほど、そういうことか。シュルク、そなたが何を言っているのかさっぱりわからぬ。シュルクはさ、見えるんだよ、未来が。未来が見えるだと？よまいごとを申すな。信じる信じないは勝手さ。って前にも誰かにこんなこと言ったよな、俺。私よ。ああ、そうか。まあ、とにかくだ。俺たちはシュルクのビジョンの力に導かれてここまで来た。ビジョンにあんたが出てきたってんなら、あんたは俺らにとってきっと重要な存在なんだろうな。あの顔つきとの戦いの場にいたってんならなおさらだ。この話乗るぜ。俺も乗ろう。女性を一人で戦場に行かせるような野郎はクズだ。ちょっと待ってくれ。私は私の力でテレシアを撃たねばならない。女性を受けるわけにはいかぬ。Das hat man ja gesehen. おい、メリア様、失礼ながら聞かせてもらいましたじゃも。この者たちのせっかくの申し出、良いではありませんかも。ことは我らの生活にとどまらず、このマクナ全体にも影響しますじゃも。ここは我らがノポンの勇者も共に行かせますじゃも。しかし村尾さん、お供がホムホムだけではいささか心もとないですからも。さっきから黙って聞いてれば、なんつう言い草だよ。ノポンの勇者には下で引き合わせますじゃもん。ノポンへ。わしは先に下に降りていますじゃもん。The fuck? では、ごめんですじゃもん。Die können kämpfen? なんだよ、ノポンの勇者って。うっさんくせえな。Ich will dich auch sehen, ey. まあ、そう言わずに行ってみようよ。Da bin ich ja mal echt gespannt jetzt hier. Das gibt's doch gar nicht. Okay, die ist wieder mit dabei. Wir werden wohl erstmal nicht kämpfen, deswegen nehmen wir die noch nicht in die aktive Gruppe mit auf. Lalapa haben wir schon mit der geredet. Ich erinnere mich dunkel an den Namen. Was an und für sich schon ein Wunder ist. Was Namen angeht, da habe ich es echt nicht mit. So, halt mal. Auch nur ein Grenzdorfbewohner. Hab schon gedacht, das wäre vielleicht jemand Besonderes, ist es aber gar nicht. Jetzt gehen wir mal schön runter. Okay, nur eine Bewohnerin. Du, auch nur ein Bewohner. Und du, spring ins Feld. Okay, hier kommen wir noch nichts. Hier runter. Ich finde vor allen Dingen aber auch bei Xenoblade halt diese grundlegenden Sachen, wie dieses ganze, mit dem reden wir mal, wie mit diesem ganzen Harmoniegedöns und so interessant. Weil da ja auch so viele Statistiken nebenher laufen, das ist schon beeindruckend. Ein Ponponrad, kein Hamsterrad, ein Noponrad, so rum. Müssen wahrscheinlich jetzt erstmal wieder zum König, nehme ich mal an. Hüpfen wir mal hier runter und fallen in den Tod. Nein, fallen wir nicht. Okay. Ich sag jetzt einfach mal, das war eine gewollte Abkürzung. Grenzdorf. Rüstungshändler. Kein Namen. Nee, irgendwie kein Namen hier, ne? Was ist hier los? Heißer Mams.
Fenstor. Vor allem die armen Leute, die den ganzen Kram übersetzen mussten. Auch der Wahnsinn. So, da bin ich mal gespannt auf den großen Held. Ja, mach mal. Yusha! Ricky, okay. Heldenkorn. Okay. Volleyball. Yeah, Schmetterball. Das war nicht echt jetzt ein Held, oder? Was geht da ab? Was macht der da? Der Shit, der hält sich mit den Ohren fest. Oh je, der arme Kerl. Oh Gott. Wie geil, ey. Ach, da gibt es jedes Jahr einen neuen legendären Helden von. Geil, ey. Alles klar. Was kannst du? Musik ist auch gut gewesen, muss ich sagen. いや、ね、いささか心もとないが、まあいいだろう。で、シュル君、そのテレシアってやつは強いのか？はい。え、念とは大きいな。思考を読むんです。お、思考を読むか。そいつは厄介だな。思考モナドの力で何とかなりましたけど、それでもかなり手こずりました。 話を聞くに、これから俺たちが相手をするのはその親玉のため。一緒に足りても気を抜くなよ。はい。元よりそのつもりだぜ。それと、メリアはエルト会への大事な道案内人だ。その案内人の身に何かありでもしたら寝覚めが悪い。目的はただ達成すればいいってもんじゃない。そこんとこも忘れるなよ。オッケー。ええ。そなたたちは、すまぬ。私が不甲斐ないばかり。 そういうのいい子なし。Genau, wir helfen dir ja. テレシアについて詳しい事は、リキに申し伝えてありますじゃも。では、本物の方々、頼みましたも。お供のみんな、よく聞くも。大恐竜、すごく強いんだも。準備しっかり。 リキの装備もしっかりが大事も。オッケー。君の分も装備を用意しろってこと？その通りだもん。お前賢いもん。準備できたらリキのとこに来いもん。出発はそれからだもん。ああ、ガスパス？なんかすげえずうずうしいやつだな。テレシアの情報もすんごく強いもんだけじゃねえ。なんか押し付けられた感がするのは気のせいかしら。 Geil. Ich muss sagen, das ist cool, das gefällt mir. Ausrüstung. Besorge sie ihm in den Läden von Grenzdorf. Okay. Was ein verrückter Kram, ey. Das kann es ja wohl nicht sein. Jetzt müssen wir hier was einkaufen, oder? Habe Rüstungsding hier. Übersteht sogar Dino-Viecher-Schläge. Also, Rüstungsding übersteht Träger nicht immer. Okay. Kommt bald zurück, wollen von großer Tapferkeit hören. Okay, das nehmen. Warst du schon? Sind wir jetzt kurz wieder hin, oder was? Nee, ne? Haben wir den schon dabei? Nee. Hä? Aber es müssen hier aus den Läden sein, die Sachen, oder was? Na, dann gucken wir mal. Beziehungsweise, ich sehe gerade, wir sind auch bei der Viertelstunde angekommen. Ich würde sagen, dann machen wir mal einen Cut hier an der Stelle. Und der große Einkaufsbummel gibt es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Und
Und bis dahin sag ich ciao, ciao.